bin angehalten worden, beziehungsweise hatte einen kleinen Auffahrunfall beim Einparken mit Polizeieinsatz. Wobei Also bei. ich musste erst blasen Ja. und dann war der Wert schon so hoch und dann war der Führerschein quasi weg. Sympathische Das, Ebene und genau, sowas, sie ne? waren mir unsympathisch teilweise, auch sehr aufdringlich, die wollten dann direkt nur verkaufen. Herzlich willkommen zurück auf den Sedura YouTube-Kanal deiner Online-MPU-Vorbereitung. Heute haben wir wieder eine sehr interessante Erfolgsgeschichte mit einem Teilnehmer von uns, der seine MPU direkt beim ersten Mal bestanden hat und auch mit Alkohol aufgefallen ist. Das ist der Fabian. Hallo Fabian, erstmal super, dass du Hallo. heute zu uns gekommen bist. Hattest du eine gute Anreise? Ja, Irgendwie staufrei. staufrei und Du, entspannt. ganz entspannt, Ganz genau. gemütlich angereist. Ja, erstmal danke dafür, dass du auch diesen Weg hier hingekommen bist. Du hast ja bei uns die Vorbereitung gemacht und hast entsprechend auch viel Erfahrungswerte, die du jetzt einfach mal mit mir teilen kannst. Was ist denn bei dir überhaupt damals passiert? Ich bin angehalten worden, beziehungsweise hatte einen kleinen Auffahrunfall beim Einparken mit Polizeieinsatz und war dann mit Alkohol auffällig. Ja. Und dann der volle Programm mit Blutentnahme Genau. und dann wusstest du dann, was passiert? Nicht direkt. Erst als es ins Krankenhaus zu der Blutentnahme ging, dann wusste ich, jetzt ist der Führerschein Also dann wusste es weg. direkt schon, dass der Führerschein auch eingezogen wird. Na, okay. Wie lange hat das dann tatsächlich gedauert, von der Blut oder vom Tag der Auffälligkeit bis zum Entzug der Fahrerlaubnis? So einen Monat ungefähr. Direkt. Ich habe ihn direkt abgegeben. Okay, wobei Also bei. ich musste erst blasen Ja. und dann war der Wert schon so hoch und dann war der Führerschein quasi weg. Aber hast du nicht von der Führerscheinstelle Post irgendwann bekommen oder erst nachdem du den Antrag gestellt hast? Die Führerscheinstelle hatte mich angeschrieben damals Ja. und mir quasi angekündigt, dass voraussichtlich eine MPU auf mich zukommen wird. Das wird aber erst nach dem Gerichtsverfahren. Okay. Das heißt, faktisch hat sich das alles auch ziemlich gezogen. Ne? Genau, Genau. genau. Bevor wir einmal kurz weitermachen, möchte ich einmal das MPU-Gutachten kurz durchgehen, einfach nur als Beweis, dass du wirklich bei uns gewesen bist und auch die Vorbereitung besucht hast. Hier auf der ersten Seite sehen wir, wo du deine MPU gemacht hast und wann du die auch gemacht hast. In 2024 im März. Auf der nachfolgenden Seiten sehen wir auch, was du für eine Auffälligkeit hattest und auch hier, dass du bei uns bei Sedura Consulting gewesen bist und dich auch hier vorbereitet hast auf deine MPU. Und auf der letzten und bewährten Seite sehen wir einmal, dass das Ganze nicht mehr zu erwarten ist, dass du halt denselben Fehler nochmal in der Zukunft Genau. begangen hast. Somit hast du deine MPU bestanden. Nochmal Glückwunsch an der Stelle. Danke. Ist natürlich eine große Erleichterung einfach, wenn du die MPU bestanden hast. Ne? Und bis dahin sind ja einige Sachen, die auf dich zugekommen sind. Ne? Was ging da so in deinen Kopf vor, als du die Tat begangen hast? So, hast du dich dann geärgert oder hast du dann angefangen aufzuhören mit dem Konsum? Oder was war da in der Situation los gewesen? Anfangs sehr geärgert, aber eher über mich selber. Ja. Und dann gleich am nächsten Morgen dann angefangen, mich zu informieren, was heißt MPU, was kommt da alles MPU auf mich zu bei dem großen Thema und wer kann mir dabei helfen. Ja, also du hast quasi aktiv gegoogelt dann wahrscheinlich, ne? Genau. Okay, dann hast du wahrscheinlich irgendwann gemerkt, dass du auch viele Werbung oder so bekommst, ne? Genau, dann kam auf Facebook Werbung Ja, von von, allen möglichen Anbietern, ne? genau. Ja. Und Aber letztlich hast du dich dann bei den Anbietern informiert oder wie wolltest du überhaupt vorbereitet werden? ich habe durch die Recherche festgestellt, dass eine Vorbereitung Sinn machen würde und es eigentlich laut Internetwissen ohne Vorbereitung kein Bestehen und hatte dann auch mit euch das Erstgespräch und da wurde dann auch nochmal intensiv die Thematik MPU erklärt. Und auch gesagt, worauf zu achten ist und warum eine Vorbereitung Sinn macht. Und dann habe ich mich auch für eine Vorbereitung entschieden. Also bei uns bist du dann teilweise quasi Teilnehmer geworden. Genau. Frage ist, hattest du vorher schon irgendwie versucht, Anlaufstellen zu kontaktieren oder war wirklich, du hast dich informiert, hast uns gefunden, hast gesagt, ey, ich mach das? Ich habe verschiedene Anbieter im Internet kontaktiert und bin aber schlussendlich bei euch aufgrund vom Online-Angebot gelandet. Okay, das heißt, du hattest andere Anbieter, die aber es nicht online machen, sondern quasi nur vor Ort. Vor Ort, teilweise auch online, die waren aber mir persönlich nicht seriös genug. Und auch von den Preisunterschieden her war es einfach bei euch am besten. Was hast du so, wie machst du das Ding fest, was für dich seriös und was nicht seriös ist?
der Internetauftritt. Und auch die Erstgespräche oder diese Kennenlerngespräche, besser gesagt, ja, die stattgefunden haben, das war für mich unseriös. Einfach auch vielleicht so auf sympathischer Ebene. Genau, sie waren mir unsympathisch teilweise, auch sehr aufdringlich. Die wollten dann direkt nur verkaufen und direkt einen Vertrag gezeigt und erklärt, was im Vertrag steht. Das hat mich in dem Moment gar nicht interessiert. Du wirst ja wissen, wie du den Führerschein verkaufst, irgendeinen Vertrag. Ich möchte erst das Rahmenprogramm kennen, bevor ich hier in ein Detail von dem Vertrag reingehe. Und so war das dann für mich im Prinzip unseriös. Okay, verstehe. Ja. Okay, wenn es auch nur um diese Thematik hauptsächlich geht, ist es halt, dann hast du erstmal auch richtig agiert. Ne? Genau. Warst du denn da skeptisch gewesen, generell vor so einem Online-Auftritt? Es war für mich merkwürdig, weil es für mich Neuland war und es ja dann klar auch um viel Geld geht. Ja. Ob das dann auch alles so stattfindet, wie versprochen. Ja. Und dann aber gleich am Anfang, als die Videos dann freigeschaltet wurde, war mir klar, das funktioniert. Ja. War das denn wirklich so wie versprochen? Das war so wie versprochen. Also kein heißes Gerede? Oder? Gar nicht. Das ist überhaupt nicht. Das ist wichtig, dass das einfach auch so mal von dir bestätigt wird. Ja. Weil sowas gibt es tatsächlich bei einigen Internetauftritten. So, da bekommst du nicht das, was dir quasi versprochen wird. Ja. Und dann stehst du halt da. Ne? Genau. Hast du dann in der gesamten MPU-Vorbereitungszeit oder auch eventuell davor mal so Horrorgeschichten gehört von irgendwelchen Freunden oder anderen Menschen, die so sehr negativ über die MPU oder die MPU-Untersuchung am Tag selber geredet haben? Nee, weil ich niemand im Bekanntenkreis habe, der eine MPU gemacht hat. Das ist der Erste. Ich war der Erste. Ja. Und ich kenne leider nur diese Internetgeschichten, die da... Ja, da geht ja alles, ne? Das ist schon... Mit der Klassiker schlechthin... Ja. Beim ersten Mal fällt man eh durch. Ja, fällt man immer durch. Ne? Oder immer durch, genau. Weil der Staat daran doppelt verdienen möchte. Ja. Das ist halt, aber das Problem ist auch, dass viele das nicht verstehen, warum man durchgefallen ist. Und dann ist es halt in der ersten Instanz immer einfach zu sagen, ja, die haben mich extra durchfallen lassen. Die Menschen machen sich das halt immer schnell sehr einfach. Ne? Du bist aber der Beweis, dass es halt auch beim ersten Mal funktioniert. Ja. Ne? Wie wir es in der Vergangenheit auch schon bei sehr vielen Menschen bewiesen haben. Okay, und denkst du denn, du hättest es geschafft ohne Vorbereitung bei der MPU? Nein, nein. Weil es sind viele Details, gerade im psychologischen Gespräch, die einem zwar unterbewusst oder im Kopf klar sind, aber an die man nicht denkt, die zu sagen oder zu erwähnen oder darauf zu achten. Und da habt ihr mir sehr viele Tipps gegeben, die dann vermutlich dieses Quäntchen ausgemacht habe. Ja, ja. Wobei haben dir die da so genau geholfen? Was würdest du, wenn du das Rückwirken jetzt so bewertest, was sagst du, wobei hat dir Sedura genau geholfen? Ganz einfach schon mal, wie trete ich bei der MPU auf? Outfit, mit der Lockerheit, Hinfahrer, solche Sachen, ja, wo man sich dann eigentlich kurz vor der MPU unmittelbar Gedanken macht und dann wird man nervös. Mhm. Das hat mir an dem Tag selber schon mal viel geholfen oder die Woche auch davor. Mhm. Und dann auch diese MPU-Probeprüfung, nenne ich sie mal, die hat mir auch sehr viel geholfen, das Feedback, was ich da bekommen habe. Gerade auch die Punkte nicht durcheinander zu bringen, nicht einfach nur losreden, sondern auf die Fragen antworten. Mhm. Dass man liest ja kein Buch vor. Ja. Man erzählt ja seine Leidensgeschichte, in Anführungszeichen, wie es dazu kam und wie es in Zukunft nicht mehr dahin kommt. Mhm. Und das hat mir sehr viel geholfen. Ja. Einfach auch eine richtige Prüfungsvorbereitung auf das Gespräch selber. Ne? Was hat dir denn persönlich am meisten gefallen bei uns? 12 Monate warten, bis du deinen Führerschein wieder bekommst? Nicht mit Sedura. Wir helfen dir, ihn sofort zurückzukriegen, ohne Abstinenz. Trag dich jetzt zum Erstgespräch auf unserer Website ein. Dass man sich die Zeit selber einteilen konnte. Ja. Man konnte, wann man Zeit hatte, sich die Videos anschauen und die Punkte abarbeiten und sich so vorbereiten, wie es gepasst hat. Ja. Also einfach nicht zu fixen Zeiten. Genau, man hatte die Zeitspanne der Abstinenz zur Vorbereitung und die kann man sich ja selber einteilen. Mhm. Und man muss nicht alles in einer Woche durchknüppeln oder abarbeiten, sondern man kann das ganz entspannt online nebenher machen. Ja, das ist halt auch die Idee gewesen, dass man Freie Zeiteinteilung hat bei der Vorbereitung. Ne? Wenn ich das andersrum mal frage, was fandest du denn besonders schwer bei diesem gesamten MPU-Prozess?
die Angst vor der MPU, vor der Prüfung selbst. Ja, man weiß nicht, wie geht's aus? Habe ich einen freundlichen oder nicht freundlichen Gutachter? Genau. Viele Fragezeichen, die einen da im Kopf umherschwirren, aber auch viel Ängste. Und dann, wie geht es nach einem eventuellen negativen Gutachten weiter? Mit einem negativen Gutachten ein neues Gutachten zu bekommen, wird es dann schwerer? Wie geht's? Das waren eigentlich so die, die Ängste, die ich hatte und das negative Begleitgefühl einfach zur MPU. Ja. Vor allem halt, weil du auch viel hörst im Internet. Ne? Du weißt halt, wenn da irgendjemand was kommentiert oder irgendwo irgendwas hinschreit und sagt, ja, die haben mich bewusst durchfallen lassen, dann liest das ein paar Mal, dann denkst du ja, boah, vielleicht passiert mir das ja auch und so. Ne? Das ist, da haben wir aber zum Beispiel auch unsere Listen, wo wir halt auch die Menschen hin empfehlen und wo sie halt nicht wirklich hingehen sollen. Und das hilft natürlich den Menschen auch. Ne? Kommen wir mal zu dem psychologischen Gespräch. Das ist ja das, wo auch die meisten einfach die meiste Sorge zu haben oder auch die meisten Ängste zu haben. Wie war das bei dir gewesen? War das wirklich so Horror gewesen oder wie würdest du das rückwirkend beschreiben? Die Wartezeit war Horror. Wartezeit auf den Psychologen selber? Genau. Genau. Wie lange hast du gewartet? 2 bis 3 Stunden ungefähr. Im Wartezimmer? Im Wartezimmer. Warst du allein oder hast du... Nee, da waren natürlich noch andere Kunden. Nee, ich meine, hast du jemanden mitgenommen? Nee, ich war allein. Du warst komplett allein. Aber natürlich noch andere Kunden, die dementsprechend gut oder schlecht gelaunt da rauskamen. Ja. Und... Da fängt der Kopf auch an zu arbeiten, wenn die schlecht rauskommen. Und es ist generell ein sehr unangenehmes Setting. Ne? Also da sitzen alle sind irgendwie total aufgeregt. Und ja, der eine oder andere erzählt seine Vorbereitung oder so. Man redet ja miteinander. Ja. Da kommt man dann schon ins Schwimmen. Ich hatte dann ein Blackout kurz vor der Tür des Psychologen. Mhm. Aber die Psychologin, die ich hatte, die war sehr locker. Die hat dann auch mich gut aufgefangen und mich dann wieder auf den Boden geholt und Also ich habe schon gemerkt, dass du einfach gerade eine innere Blockade hast und setz dich mal, das ist gar nicht so schlimm, wie ich mir vorstelle. Ne? Okay. Und das Gespräch, war das so, dass du eher das Gefühl hast, dass es fast wie jetzt hier auch eher so Frage-Antworten war oder kam das eher an so wie so ein steifes Verhör oder wie würdest du das beschreiben? Teilweise eine Art Frage-Antwort-Spiel, teilweise aber auch wie ein Vortrag von mir, weil kaum Frage kam, weil viele, wie nenne ich es, Themen sich einfach miteinander ergeben haben, die ihre Fragen dann schon beantwortet hat. Verstehe, und dann braucht ihr deine ganze Frage. Genau. Ganz genau, okay, cool. Und hast du dann auch ein gutes Feedback bekommen am Ende des Gesprächs? Ja. Also hat sie direkt gesagt, sie haben bestanden oder? Sie hat gesagt, sie muss nochmal mit der Ärztin reden, weil es während der Vorbereitungszeit, Abstinenzzeit eine Änderung gab mit der Abstinenzzeit. Und hat aber gesagt, wenn die Ärztin zustimmt, dann steht dem Führerschein nichts mehr im Wege. Genau, du hattest dich ja quasi beurteilen lassen, als schon die neuen Beurteilungskriterien im Raume waren. Genau. Bei gewissen Fällen dann auch 15 Monate Abstinenz erforderlich ist. Du hast aber quasi ja schon angefangen in den alten, zur alten Regel oder Gesetzeslage. Deswegen ist es auch eine gewisse Ermessensentscheidung. Wenn jetzt heute jemand anfängt, würde das nicht mehr funktionieren. Ja. Ne? Aber umso besser, dass es funktioniert hat. Gott sei Dank. Eine andere Frage, wie lange hast du so ungefähr auf das Gutachten gewartet, nachdem du die MPU dann durchhattest? Das waren circa 3 Wochen. 3 Wochen, das ist relativ schnell. Ne? Aber die Psychologin hatte gesagt, sie hat noch Urlaub eine Woche, dass es sich auf 2 bis 3 Wochen rauszögern wird. Das ist aber auch erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell. Aber der TÜV ist generell ein sehr schneller, vor allem was das betrifft. Da sind die Wartezeiten immer relativ human, das ist ganz gut. Okay, und was war da so ein Gefühl gewesen, als du das Gutachten dann in der Hand hattest? Also du hast ja den Brief bekommen und... Hast du es direkt aufgemacht oder hast du gedacht, ich weiß jetzt nicht? Ich war den ganzen Tag unterwegs und kam abends müde nach Hause und habe ihn erst am nächsten Morgen aufgemacht. Ja. Boah, dass du das noch hinbekommst. Und ich war müde. Ja, okay, da muss ich echt müde gewesen. Und dann aber Freude pur, direkt auf die Stadtverwaltung, Führerschein beantragen und... Hast du direkt abgegeben? Genau. Hast du dann auch, als du das abgegeben hast, hast du direkt den Führerschein bekommen oder musstest du dann auch nochmal warten? Ich musste dann auch nochmal warten. Wie lange ungefähr? Ich habe es per Express bestellt, da war er am nächsten Tag tatsächlich im Briefkasten. Ja, das ist krass. Also du hast es abgegeben, hast es wieder Express bestellt und am nächsten Tag, das ist super, ist auch vorbildlich. Ja. Das ist wirklich ein... Und ohne Express wäre es dann nochmal 4 Wochen gegangen. 4 Wochen ohne Express? Boah, das ist schon krass, aber es gibt
Teilnehmer, die warten einfach so lange, weil die sagen, hey, schaut uns das Gutachten an und erst dann stellen wir den Führerschein aus. Deswegen ist es bei dir wirklich sehr, sehr gut und sehr geradlinig verlaufen. Ja. Also das ist echt. Nee, die Sachbearbeiterin, die hat auch sich den Fall direkt genommen und hat dann gesagt, okay, ist zwar bestanden, sie muss es zwar noch, sie bestellt den Führerschein, kostet mehr per Express. Ja. War mir persönlich egal in dem Moment. Und am nächsten Morgen hat sie dann angerufen, Führerschein ist da, sie gibt grünes Licht, soll vorbeikommen. Mega, echt super. Das war geil. Was hast du aus der MPU so gelernt für dich und dein restliches Leben? Don't drink and drive. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, also ich lebe nach wie vor abstinent. Das habe ich definitiv daraus gelernt. Gott sei Dank. Einfach Abstand halten, bringt dir eh nichts Neues mehr. Ganz genau. Ohne macht das Leben viel mehr Spaß. Ja, das ist halt auch eine Tatsache, die viele Menschen feststellen, generell bei Drogen oder Alkohol. Ja. Nach einer langen Zeit der Abstinenz fängt man wieder an, mehr Lebensfreude zu haben, wieder mehr zu unternehmen und so. Das ist, verstehen die aktuellen Konsumenten eher gar nicht, aber die dann wirklich diesen Cut gesetzt haben, da ist es schon wirklich einfach ein neues Leben. Ne? Der Schritt ist sehr schwierig, davon wegzukommen oder in die Abstinenz zu kommen. Aber wenn man den geschafft hat, dann bleibt man es auch. Ja, ganz genau. So muss das auch sein. Das ist der Sinn. Dann hat man auch das körperliche Feedback der Abstinenz. Ja, ja, ja. Da dreht sich vieles im Leben dann auf einmal wieder ins Grüne und alles Positive. Das ist sehr schön. Okay, erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, bei uns auch vor allem mit mir einfach mal so über diese ganze Thematik gesprochen hast. Gerade auch, weil es halt so Butter geradlinig ohne Probleme bei dir gelaufen. Das ist richtig super. Noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde. Würdest du uns anderen Leuten empfehlen, wenn du jemanden kennenlernen würdest, der eine MPU machen müsste? Und vor allem warum? Auf jeden Fall. Ja. Man hat eine komplett freie Zeitanteilung für die Vorbereitung. Wenn Fragen sind, gibt es die Sprechstunde. Man kann alle Fragen stellen. Man muss sich nicht schämen, überhaupt nicht. Sei es finanziell, fand man eine Lösung, wenn es ein Problem gab. Bin vollends zufrieden, würde euch sofort weiterempfehlen. Super. Falls es mir wieder passieren sollte, komme ich selber sogar wieder. Ja, aber das sollte nicht der Fall. Es wird nicht mehr passieren. Ja, okay, vielen Dank, Fabian, dass du heute da warst. Und auch wenn du eine MPU machen musst und du keine Lust hast, erst 12 oder 15 Monate zu warten, um den Führerschein zurückzubekommen, gibt es die Möglichkeit, dass du deinen Führerschein auch ohne lange Abstinenznachweise oder sogar komplett ohne Abstinenz wieder zurückbekommen kannst. Wie das auch in deinem Fall funktioniert, würde ich dir gerne am Telefon erklären. Trag dich eben bei uns ein zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Den Link findest du direkt hier unter diesem Video. Ich rufe dich dann sofort am Telefon zurück. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Dustin Senebald von der Firma Sedura Consulting GmbH. Bei Sedura hat mir am meisten gefallen, dass alles digital war, alles super erklärt wurde und ja, man einfach wusste, was man zu tun hat.